uns miteinander unterhalten, dann sollten wir das wirklich tun, uns genau. unterhalten. Deswegen die, noch mal die Frage, Peter. Es macht absolut keinen Sinn zu agitieren. Ich bin nicht hergekommen, um mich mit irgendjemandem zu streiten. Ich bin hergekommen, um etwas Konstruktives zu schaffen. Deswegen bitte nochmal die Frage. Deswegen nochmal die Frage. Peter, deswegen nochmal die Frage. Wenn du sagst, es gibt da Stellen, Texte, mit denen ich durchaus Probleme hatte oder die grenzwertig sind, ich habe einfach gesagt, mit denen kann ich nichts anfangen. Und zwar ganz einfach deswegen, weil sie wirklich diskriminierend sind, weil sie wirklich Menschen verletzen. Das sind aber Texte, die sind 10 Jahre alt. Die sind 2003 irgendwann mal entstanden. Von 2003 bis heute sind 9 Jahre vergangen oder fast 9 Jahre. In 9 Jahren kann ein Mensch sich völlig verändern. Und genau das ist der Punkt. Und dann geht das. Wenn jemand sich verändert und in dieser veränderten Form, die ich jetzt ganz anders bewerte, auf mich zukommt, dann steht es mir gar nicht zu, mich zu verweigern. Dann würde ich mich, dann würde ich kein Rückgrat besitzen, wenn ich das nicht täte. Ja, also bin ich hingefahren und habe mir einmal den Laden angesehen und habe ihm die Hand gegeben und habe in seine Augen geguckt und habe mit ihm gesprochen und bin mit einem gewissen Eindruck da weggegangen. Zwischendurch habe ich auch noch gesungen, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, das kann ich machen. Ja. Und es gab ja in der Folge auch noch andere Dinge, die ziemlich heiß diskutiert wurden, die Bambi-Verleihung und ein Bambi für Integration. Genau. Und das kann man alles erklären, aber es macht keinen Sinn, wenn wir uns die Dinge nur einfach an den Kopf schmeißen und dann irgendwie hier so wütend aus dem Studio laufen. Es macht viel mehr Sinn, darüber vernünftig zu reden. Mhm. Entscheidend ist doch Folgendes, meiner Meinung nach. Entscheidend ist, dass jemand, der Bushido heißt, sich hingestellt hat und gesagt hat, ganz verständlich und für jeden erkennbar, das, was ich damals gemacht habe, ist falsch gewesen, ist ein Fehler gewesen. Ich habe nicht vor, das zu wiederholen. Okay, das ist doch etwas ganz Wichtiges. Ja. Akzeptiert. Völlig richtig. Völlig richtig, aber zum Beispiel den Satz... den gibt es nicht. Warum gibt es den nicht? Weil dieser Satz absolut überhaupt nicht dazu geeignet ist, egal in welcher Form aufzutauchen, egal ob jetzt in einem kreativen Kontext, in der Musik, als wirkliche Meinung eines Menschen, dieser Satz, der darf nicht auftauchen, so Punkt. Das ist nicht korrekt, sowas darf man anderen Menschen nicht zumuten, Punkt, aus Ende. Und deswegen ist der Satz nie gefallen. Der Satz, mir tut das leid, ich würde das heute so nicht wieder machen. Ach, das meinen Sie? Das meine ich, ja. Sie haben mich so therapiert, ich war wieder bei meinen alten Texten. Nein, ich meine, der Satz, das würde ich so nicht mehr machen. Der Satz, das ist ein Fehler gewesen, den habe ich ja selber gehört. Ich habe hinter ihm gestanden, als er ihn gesagt hat. Deswegen, ich habe den Satz verwechselt. Ich hätte jetzt wieder gerechnet, dass wir das auf meinen alten Text. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum ein solcher Preis, lass uns ja mal ein bisschen darüber reden, genau. Tiefer reinsteigen. Ja. Die Jury des Bambi hat sich mit Sicherheit entsprechende Gedanken darüber gemacht, ob man so etwas machen kann. Das ist ein Eisen, das ziemlich heiß ist. Das ist ganz klar. Und die Vorberichterstattung war eindeutig. Wenn es trotzdem passiert, dann doch sicherlich mit einer ganz gewissen Absicht. Mhm. Wenn jemand seine Haltung verändert hat und gesagt hat, das ist ein Fehler, heute stehe ich woanders, dann ist eine solche Preisvergabe, das habe ich auch in meiner Laudatio gesagt, eine Verpflichtung. Da holt man jemand ab und gibt ihm auf, in Zukunft das nie mehr wieder zu tun, was vor 10 Jahren passiert ist. Die Energie, die dabei steht, er hat eine riesengroße Fangemeinde, zurückzuleiten in die Gesellschaft und etwas Konstruktives damit zu machen, ist doch der wirklich richtige Weg, es zu tun. Der ist riskant, weil man... Ja. Absolut einverstanden. Okay. Wenn das anders wäre, dann hätte Yasser Arafat nie einen Friedensnobelpreis bekommen dürfen. Dann hätte Obama nie einen Nobelpreis bekommen dürfen. Obwohl die Leute gesagt haben, er hat ja noch gar nichts geleistet. Man hat ihn abgeholt und hat ihn verpflichtet, in Zukunft etwas für den Frieden zu tun.
Und das ist die Absicht gewesen. Und das ist meiner Ansicht nach der richtige Schritt in der Gesellschaft. Es ging ja eher um die Frage, wofür es diesen Preis gab. Es war manche Preise gibt es für das, was man getan hat. Manche Preise gibt es für das, genau, was man wenn tut. Da jetzt jemand sitzt. Und manche Preise kriegt man sogar für etwas, was man tun soll in Zukunft. Sido, warum glauben Sie, hat er den Bambi für Integration gekriegt? Sie haben ihm sogar getwittert und geschrieben, warum kriegst du jetzt so ein Reh? Er wollte wissen, welche Kategorie. Eben, das meine ich. Genau. Es gibt ja viele verschiedene Kategorien. Ja, genau. Was haben Sie denn gedacht? Das war genau die Frage. Für welche Kategorie? Ja, genau. Und dann hat er gesagt, Integration. Und dann dachte ich, ja, okay. Super. Jetzt mal ernst. Darum ging es dann. Warum diskutieren wir nicht beispielsweise über das, was er tatsächlich macht? Was er jetzt macht. In Richtung Integration. Aber lass uns trotzdem noch einmal kurz... Da würde man dieses alles viel besser verstehen. Lass uns trotzdem noch einmal bitte bei der Frage bleiben, warum ein Bambi für Integration? Warum haben Sie denn Ihrer Meinung nach verdient? Warum ich ihn verdient habe? Mhm. Bambi für Integration. Ich muss ganz ehrlich sagen, da müsste ich mich jetzt mal outen. Ich würde sogar gar nicht mal der Erklärung entsprechen, die die Jury abgegeben hat. Die mich natürlich sehr ehrt und das ist eine sehr plausible Erklärung, wenn man der Jury jetzt mal entsprechen möchte. Mhm. Ich glaube, ich habe diesen Bambi für ganz andere Dinge verdient, denn ich habe diesen Preis nicht für meine Musik bekommen. Ich habe ihn in erster Linie auch nicht für meine Texte bekommen. Ich habe ihn nicht für ein bestimmtes Lied bekommen und auch nicht, weil ich irgendwann ein Konzert ausverkauft habe. Ja. Und da möchte ich jetzt gar nicht anfangen, irgendwie zu erzählen, was ich so privat neben dem Bushido-Sein alles so veranstalte. Das war auch eine Sache, die Herr Maffay gerade angesprochen hat. Da können wir gerne drüber reden. Aber jetzt im Augenblick, wenn Sie mich wirklich fragen würden, warum ich diesen Bambi verdient habe, dann kann ich mich nur an ein Konzert erinnern, zum Beispiel jetzt in Chemnitz war das. Eine sehr zerfallene Stadt, wo die Leute wirklich alle rausziehen und keiner eigentlich bleiben möchte. Und dann spiele ich da im Südbahnhof, das ist eine ganz runtergekommene Location, wo einfach nichts mehr drin ist, außer irgendwie eine kaputte Bühne. Und wenn Sie dann mal in das Publikum gucken, ich habe nach diesem Konzert auch eine Menge Ärger bekommen, weil da waren halt auch Rechtsradikale, die... Also sie sind so aufgetreten, als wären sie es. Die Schlimmeren sind ja die, die man nicht erkennt. Genau. Und dann gucken sie in das Publikum und dann haben sie so die Ostdeutschen, dann haben sie ein paar Leute aus Berlin gehabt. Da gab es ein paar Schwarzafrikaner, da waren so drei Skinheads auf dem Konzert, da war bestimmt auch mal ein Jude unter den Besuchern. Dann hatte die andere Ecke, waren dann ein paar Türken und Araber und sowas. Und dann stehe ich auf der Bühne und performe meine Lieder und in dieser Zeit, in der die Musik läuft, ja, sind diese ganzen verschiedenen Menschen dort in diesem Publikum einfach eins gewesen. So. Ob sie jetzt irgendwann nach Konzert wieder ihre kleinen Problemchen miteinander haben, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich meine, allein nur aus diesem einen Grund sage ich persönlich, dass ich den Bambi verdient habe. Oder sagen wir es mal so, dass ich den Bambi verdient habe, das möchte ich mir nicht anmaßen. Aber dass ich etwas zur Integration beitragen kann, ja, das kann ich definitiv. Aber wir sind uns einig, dass es das auch 1000 anderen Konzerten genauso auch gibt. Auch bei ihm. Ja, natürlich. Aber wir müssen der Jury sagen. Darf ich das jetzt? Richard, glaube ich, heißt Bambi für Integration. Geht das aus Ihrer Sicht in Ordnung? Viel diskutiertes gesellschaftlich. Ja, also ich glaube, das ist bei bestem Willen keine moralische Frage. Also zunächst mal muss man sagen, dass der Bambi, was die Qualitätsansprüche anbelangt, ein Vergleich. Paul Breitner versucht gerade sehr unbeteiligt zu gucken, aber dennoch die Frage auch an Sie. Schon mal gesehen? Nein. Weil mir ähnlich dem, was über Twitter passiert, einfach mittlerweile das Kotzen kommt, wenn ich sehe, was die Leute alles tun, um ja irgendwo Schlagzeilen zu haben, um ja jeden Hintern aus dem Fenster zu heben, damit sie irgendwas zum Twittern haben. Und wir sind einfach, Daniela Katzenberg ist der Zug der Zeit, dass jeder einfach partout sein Glück darin sucht, unbedingt ins Fernsehen zu kommen, unbedingt vermeintlich berühmt zu werden. Dafür essen die Hunde Kacke, dafür machen die alles. Es ist zum Kotzen. Ich finde es widerlich zum Teil. Pervers. Das ist eine klare Haltung.
Lass uns einen Moment drüber reden. Finde ich sehr interessant. Was sagt Daniela Katzenberger dazu? Was ist sozusagen aus deiner Sicht das Phänomen Katzenberger? Was macht das aus? Das Phänomen Katzenberger? Ich finde immer so das Phänomen, ich weiß nicht. Nee, also ich glaube... Okay, dann andere Frage. Was sagst du zu dem, was Paul Breitner dir gerade vorgeworfen hat? Ich glaube, das war die Retourkutsche für den Anzug. Wissen Sie, ich brauche keine Retourkutsche auf irgendetwas, was Sie da sagen, sondern... Spaß, man soll nicht mal alles so ernst nehmen. Sie gucken gibt viele... Schauen Sie, das Problem ist, dass man Sie ernst nimmt und dass jeder sich noch weiter aus dem Fenster lehnen will, die jungen Leute, damit sie irgendwo nochmal ihren Schädel irgendwo haben. Und das nimmt Züge an, von denen ich einfach sagen muss, bei mir hört es auf. Das sind aber meistens auch die Leute, die nur vorbeisetten. Ja, aber das ist ja egal.